Monaco. So viel Eleganz, so viel Geschichte und das alles auf so kleinem Raum. Und mittendrin die Grand Prix-Strecke. Ich komme jetzt schon über 20 Jahre hierhin. Immer noch Gänsehaut-Feeling. Schlauer Mann hat mal gesagt, es ist so ein bisschen wie Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer. Nelson Piquet. Alle sind sie hier groß geworden. Ayrton Senna, Michael Schumacher. Tja, was würden uns diese Straßen erzählen, wenn sie nur können? Ja, wenn. Aber die Draufgänger-Typen gibt's heute gar nicht mehr so, oder? Wer weiß. Guck mal, das ist doch... Formel 1 in Monaco am 25. und 26. Mai.